Die zwei, da drüben. Gleich beide? Und auf einmal. Verheiratete Menschen sind so herrlich leicht zu schockieren. Wir tun bloß immer schockiert, weil wir wissen, dass es dich noch anspornt. Ich weiß. Deswegen seid ihr auch das einzige Ehepaar auf meiner Party für den Künstlerball. Nein, kommt nicht in Frage. Da geht sie lieber ohne mich hin. Gerda ohne Begleitung? Was? Das wäre skandalös. Gerda liebt Skandale. Hast du ihr Kleid gesehen? Sie entblößt ihre Knöchel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir irgendjemand verfällt, nur weil er meine Knöchel sieht. Mir ging's so. Es war unsere erste Begegnung. Ich kam gerade aus der Akademie. Sie saß vorn auf den Stufen und hat ihre Knöchel zur Schau gestellt. Und sie hat sich an mich rangemacht. Ist das wahr? Als ich ihn angesprochen habe, ist er rot geworden. Er war so schüchtern. Also bat ich um das Rendezvous. Und du hast ja gesagt. Sie hat mich gezwungen. Sie schien sich so sicher. Ich war mir sicher. Noch immer. Ach, bitte, es reicht. Nein. Was hat dir an ihm gefallen? Ich weiß nicht. Wir tranken Kaffee zusammen. Und dann habe ich ihn geküsst. Und es war ganz seltsam. Es war, als küsste ich mich selbst. Die zwei bleiben wohl nicht mehr lange. Unverheiratete Menschen sind so herrlich leicht zu schockieren. Bei unserer ersten Begegnung hat sie sich an mich angemacht. Sie schien sich so sicher zu sein. Ich war mir sicher. Er war so charmant und rätselhaft. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Gibt es etwas, das du wissen willst? Ich bin deine Frau. Ich weiß alles. Kannst du mir bei etwas helfen? Du sagst keinem auch nur ein Wort. Hallo auch. Wir nennen dich ab jetzt Lilly. Ich will dich zeichnen. Lilly. Wir sollten heute ausgehen. Zeigen wir ihnen mal was anderes. Lilly, du siehst bezaubernd aus. Du bist anders als die meisten Mädchen. Deswegen möchte ich dich um Erlaubnis bitten, bevor ich dich küsse. Was genau ist gestern Abend passiert? Für einen Moment war ich nicht mehr ich. Für einen Moment war ich nur noch Lilly. Aber Lilly existiert nicht. Das war nur ein Spiel. Es hat etwas ausgelöst. Er hat sich verloren. Er braucht einen Freund. Ich will dir helfen. Ich denke Lillys Gedanken. Ich träume ihre Träume. Sie war schon immer da. Ich brauche meinen Mann. Ich will meinen Mann umarmen. Ist alles in Ordnung? Es ist so. Ich glaube, dass ich eine Frau bin. Und ich glaube es auch. So eine Operation hat noch keiner gewagt. Du bist mein Leben. Du könntest sterben. Es ist meine einzige Hoffnung. Das ist nicht mein Körper. Ich muss ihn loslassen. Ich liebe dich, weil du die Einzige bist, die mich verstanden hat. Durch die ich sein kann.